Mahlzeit. Ich mache mal wieder ein Video über Lego und Konkurrenten. Und diesmal habe ich mich sogar vorbereitet, was man bei meinen Videos eigentlich gar nicht kennt. Ich habe kleine Kärtchen geschrieben. Und heute möchte ich mal euch den Lego Hulkbuster zeigen. Und zwar ist es ja so, dass eBay weiß, dass ich auf Iron Man und Batman stehe und auf Legos und Alternativen. Und dementsprechend hat eBay mir dieses Set vorgeschlagen für 22 Euro neu sonstige. Da steht, war ja gut, Lego, das ist ja gerade erst rausgekommen, meine ich, für 22 Euro, wo ist da der Haken? Okay, der Händler hat die Figuren rausgenommen mit Zubehör und die Originalbox hat den quasi in der Tüte verkauft. Und dann habe ich so gedacht, ja, gucken wir mal bei Lego rein, was da die UVP eigentlich wäre. Okay, 40 Euro. Und dann habe ich gedacht, komm, da guckst du mal nach einer chinesischen Alternative, was auch so für 40 Euro gehen würde. Da habe ich ein paar geklaute Lego-Designs gefunden, aber habe gedacht, das ist ja nicht für einen Vergleich geeignet. Bin dann auf diesen Mock gestoßen. Habe ihn dann auch für 40 Euro bei eBay gefunden, allerdings aus China. Da habe ich mir gesagt, komm, wenn ich es eh schon in China bestelle, dann gucke ich erst bei AliExpress. Jo. Hab dann also einen Hersteller ausfindig gemacht anhand der Seriennummern und habe den dann bei AliExpress gesucht und habe den für 25,53 Euro bekommen mit Versand. Der hat 24,69 Euro mit Versand gekostet. Was natürlich das Video nochmal, sag ich mal, einen ganz anderen Kontext gibt, weil die beide im 25-Euro-Bereich jetzt liegen. Also das, was ich gezahlt habe, zählt ja unterm Strich. So, ich habe mir sogar einen Notizzettel gemacht, damit ich nichts vergesse, was ich euch zeigen wollte. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens die Filmvorlage. Da gucken wir nachher auch mal drauf. Beziehungsweise eigentlich jetzt schon. Weil die sind ja doch sehr unterschiedlich in der Ausführung. Ich habe da zwei Screenshots von gemacht. Das wäre einmal eine Großaufnahme, wo der Iron Man gerade reingehüpft ist und das Ding sich so langsam aufbaut. Corona. Und das andere Bild, hier ist er schon voll aufgebaut und immer auf Fullscreen, so, ja, dankeschön. Jo, darum soll es eigentlich mal gehen, ne? Wenn wir jetzt hier reinzoomen, zum Beispiel diese Armpartie, sieht man das überhaupt? Ja, geht so, ne? Hier. Die Armpartie ist ja beim Lego-Modell
hier viel zu breit. Und auch diese Schulterpartie, da komme ich gar nicht drauf, wo sie die herhaben. Oder dieses Teil hier auf der Schulter, was das soll. Also wenn man das mal weglässt, das ist totaler Schwachsinn. Ich möchte jetzt erstmal den Lego-Kameraden vorstellen und dann den anderen. Platz auf dem Tisch. Da hole ich mal eine Original-Lego-Figur für. Habe ich jetzt bei meinem Sohnemann geklaut. Geborgt. Dem fehlt auch schon eine Hand. Ja. Ich komme auf das Design irgendwie nicht klar. Ich finde ihn cool, wie er ist. Er ist leicht zu bauen, typisch Lego. Guck mal, wie der da hockt. Also wenn man jetzt mit dem Arm würde eine Bewegung simulieren, so würde das ja noch Sinn machen. Aber der Altwasser, der rennt ja auch. Ja, das ist auch typisch Lego. Der Altwasser rennt ja auch. Und der Typ, der hier an der Seite hockt, der sitzt ja dann im 90-Grad-Winkel. Also, ich komme. Oder wenn er den Arm nach vorne macht, dann sitzt der so da. Also, was das Teil soll, weiß ich nicht. Ja, hau ab. Was das Teil soll, weiß ich nicht. Ich finde es auch total nervig, wenn man da irgendwas reinsteckt. Ne? Diese Shooters. Ich finde diese Shooter allgemein Scheißdreck. Aber da kommst du nur einmal leicht dran und zack, weg ist es. Alle tot. Ich habe mal in den amerikanischen Foren gucke ich immer ganz gerne. Die haben ja so eine, haben ja richtig große Fanbase in Amerika. Da hat dieses Design den Namen Pancake Head Buster bekommen. Und ich habe mich natürlich gefragt, abgesehen davon, dass die Form toll geworden ist, nach der Filmvorlage kommt er anscheinend nicht. Kommt er dann wenigstens nach der Comicvorlage irgendwie? Und ich habe dann tatsächlich einen Comic gefunden. Das hier. Der hat auch einen flachen Kopf. Nur der Kopf ist nicht mittig oben drauf gesetzt, sondern der ist nach vorne geneigt. Da käme auch von der Farbe her hin, der ist ja doch eher hellrot. Und er hat hier hinten noch irgendwas Graues, was man auf dem Bild sieht. Jo, aber da passt die Schulter und das Ding, das passt dann auch wieder nicht dazu. Was mir an der Figur auch gefällt, muss man auch wieder sagen, er kann laufend dargestellt werden, wie ich das hier jetzt schon gemacht habe. Wenn man ihn geschickt dreht, den Arm nach hinten, dann steht er im Gleichgewicht, dann sieht das so aus, als ob er läuft. Finde ich cool. So, da kommt der Eisenmann rein. Ich weiß auch nicht, was diese zwei Aim-Typen sein sollen. Kommen die im Film vor? Keine Ahnung. Ich finde ja auch den Hulk cool. Von daher
habe ich das gekauft. Ich komme aber nicht wirklich klar auf die Farben. Weil eigentlich müsste er dunkelrot sein. Wie gesagt, das ist das einzige Bild. Es gibt noch ein altes Comic. Ja, mach das so. Hier ist noch ein altes Comic. Da sitzt der Kopf aber auch eher zwischen den Schultern. Der ist auch eher dunkelrot. Dann haben wir hier noch, habe ich noch einen Comic gefunden, da hat er größere Armpartien. Also das haut schon eher hin. Jo, das ist so ein Fangemälde. Hat auch ziemlich einen Pfannkuchenkopf, aber doch eher rund, nicht so breit. Und vor allem, der ist komplett zu hier überall. Das ist der nicht. Ich hau meinen Spickzettel ab. Jo. Aufkleber habe ich keine drauf gemacht. Also was ihr hier seht, das sind tatsächlich die Prints. Auf dem Deckel und da vorne das. Ich weiß auch nicht, warum das dreieckig ist. Und hier auf dem Fangemälde ist es sechseckig. Das wäre der Typ von Lego. Ich weiß auch nicht, der hat ja überall diese blauen Dinger im Film, mit denen er fliegen kann. Diesen Antrieb, den der Tony Stark da entwickelt hat, der so typisch für den Iron Man halt ist, ne? Dieses blaue Licht. Und da haben wir in den Händen haben wir diese blauen Dinger, aber die sind so eher so hellblau, so sieht man es gut. Und ansonsten haben wir, ich weiß nicht, hier hinten zwei Knubbel, die immer hin und her schlabbern, weil Lego und Klemmkraft ist ja nicht so. Und hier noch so eine, wie alt ist das? So, hier hinten haben wir noch so eine Düsen. Was so zum Steuern. Oh. Hat 450 Teile. Wie gesagt, die Figuren sind schon nicht mehr dabei. Das ist die Anleitung dazu. Die wurde noch mitgeschickt. Also die Figuren. Der, wo da drin hockt, und die sind nicht dabei. Mit Zubehör hat er auch rausgenommen, der Händler. Hat aber netterweise bei dem Aufkleber so rausgeschnitten, dass man hier noch die Zahl sieht, wo der Aufkleber, dass der zur 8 mit dazu gehört. Ich habe mal dann geguckt, warum holt der da die Figuren raus? Ich konnte es mal denken, aber ich habe da mal geguckt und der wartet dann so ein Jahr oder zwei und dann verkauft er die Figuren für 8 bis 30 € das Stück. Also es muss irgendwelche Freaks da draußen geben, die für so eine kleine Figur 30 € bezahlen, weil da ein besonderer Druck ist. Kann ich nicht nachvollziehen, aber wer in dieser Welt drin ist, soll es halt machen, wenn er Spaß dran hat. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass der kostet UVP 40 und ja, manche Figuren gehen für ein Geld weg, das ist Wahnsinn. Lego. Jetzt kommen wir zu dem dicken Freund. Der dicke Freund wird für $50 eigentlich, ist er gelistet. Vom Hersteller, man kann es kaum aussprechen,
Huikibao. Mit der Seriennummer LY 76026. Ich verlinke euch da ein Aufbauvideo zu. 1450 Teile. Also 1000 mehr als bei Lego für den gleichen Preis. Und der gefällt mir vom Design her schon deutlich besser. Ist ein Mock. Ich weiß nicht, ob derjenige, der das entworfen hat, ob der dafür sein Geld kriegt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat er irgendwann mal was gekriegt. Ja. Sollen wir beim Schlechten anfangen und dann mit dem Guten aufhören? Dann hat das Video vielleicht so einen positiven Endgeschmack. Was mir nämlich nicht gefällt, sind die Beine an dem Viech. Und zwar sind die quer verbaut. Ich zeige euch das. Und zwar biegen die sich so nach außen, anstatt nach vorne und hinten. Und das gleiche gilt für die Zehen. Aber jetzt schlecht zeigen. Muss man hier mal was wegklappen. Dann kann man das Bein nach innen und das steht komisch da, ne? Steht komisch da. Man kann also den nicht rennen lassen. Man kann das Bein nach vorne und hinten drehen. Das geht. Hoppala. Klemmkraft ist auch. Aber ist okay. Das sind halt sau viele Teile, die nur eine Noppe haben. Irgendwo muss ja die Teileanzahl herkommen. Die 1000 Teile mehr. Also man kann das Bein vor und zurück drehen. Aber ansonsten dreht sich das nur seitwärts. Finde ich ist ein bisschen komisch. Mal, dass er klack, jetzt ist der raus. Ist mir jetzt auch noch nicht passiert, komisch. Sobald die Kamera mitläuft, fällt das Ding auseinander, klack, jetzt ist er wieder drin. So. Alter, schwer. Der sieht aus wie so ein dickes Baby, ne? Wie meine Tochter damals. So total knautschig. Ja, für das Geld, achso, ich wollte ja erst das Negative. Was gibt es noch Negatives? Der Stickerbogen ist gigantisch. Hier ist die Anleitung. Der kommt ja auch ohne Box. Also quasi in der Tüte. Die Rückseite der Anleitung. Der Held der Steine würde sagen, die Abenteuer der Rückseite. Und hier seht ihr schon, da ist noch ein separater Arm dabei. Steht ja hier auch, wer es lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, sechs Figuren, sage ich auch gleich noch was dazu. Und zwar kommen die Figuren ja in Einzelteilen und beim Zusammenstecken ist schon ein Malheur passiert. Der hat nur noch einen Arm. Da ist der Nippel abgebrochen. Alle anderen Arme waren gut. Ich finde es auch cool, dass die so ein aufklappbares Visier haben. Haben die von Lego irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die es früher mal hatten oder ob mein Sohnemann da Fake-Figuren hat. Wo ist denn der überhaupt? Da ist er. Ist aber so ein Schnipsding hier von Lego. Ich finde das total furchtbar. Diese Dinger hier, die sind ja auch zum Schnipsen. Wenn man hier drückt, dann schnipst das. Total bescheuert. Landet alles im Staubsauger. Jo, der hat schon die Hand verloren. Der hat ein blaues und normales Gesicht. Das ist der von Lego. Hat aber kein aufklappbares Visier.
Erst den Vergleich machen. Machen wir mal das Gesicht. Das ist chinesisch, das ist Lego. Also sind auch die Beine bedruckt, alles super. Gefakte, der hat auch eine schönere Form, der Helm. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, ich habe keine Ahnung von, ob die Figur original von Lego auch so gibt. Kann ich nicht sagen. Da sind sogar die Arme bedruckt, bei der von Lego nicht. Und hier sind auch die Beine von hinten bedruckt und bei Lego nicht. Das ist wie gesagt eine Original-Lego-Figur. Die ich vom Karl geborgt habe. Karl hat mich nämlich gebeten, seinen Hulkbuster, wenn ich ein Video darüber mache, auch in die Kamera zu halten. Ja, dann machen wir da mal zu. Den habe ich schon etwas optimiert. Der war einfach zu niedlich. Deswegen hat er ein paar Krallen bekommen. Damit er wenigstens ein bisschen furchteinflößend aussieht. Und der hat auch hier wieder so ein Ding am Rücken, wo ich nicht weiß. Aber der wird ja auch nicht als Hulkbuster vermarktet, sondern als Iron Man Mech. Die gibt es ja dann von Captain America bis sonst wohin. Von sämtlichen Avengers gibt es die ja. Der kommt aber vom Maßstab her, im Vergleich zur Minifigur, kommt der noch am ehesten zur Filmvorlage hin. Muss man auch noch gleich mal was ansprechen. Bist nur Gast in diesem Video. So, das waren also die Figuren. Stell die nochmal so auf. Dann könnt ihr die gucken. Der einarmige Bandit. Ich lege ja keinen Wert auf Figuren, aber wenn sie dabei sind, zeige ich sie euch. Jo, der Typ kommt auf jeden Fall näher an das Original ran. Gehen wir nochmal zurück zum Film, würde ich sagen. Zu dem Bild. Fullscreen. So. Also die. Die Arm, die Unterarm, Schutzpartie entspricht eher dem Film, die ist vielleicht um 2 Noppen zu lang. Die 2 Kreise hier, die finden wir hier auch. Das Ding ist rund, hier ist es rund. Bei unserem Freund von Lego ist es dreieckig. Stellen wir dich mal hier her, ne? Dann kannst du ins Bild gucken. Die Schulterplatten sind ähnlich. Der Helm ist ähnlich. Das Einzige, was absolut hier nicht stimmt, ist das Größenverhältnis. Ich sag mal, der Hulk ist ja so ungefähr 2,60, 3 Meter, wenn man sich den Film mal so anguckt. Die rennen ja dann auch noch in so einem Büro rum. Und der Hulkbuster ist ja kaum größer. Wenn man jetzt das vergleicht, wenn man jetzt mal sagt, der ist 1,90, dann ist ja das Teil. Sechs Meter groß. Und unser Lego-Freund ist ja auch schon zu groß. Da gefällt mir der kleine 10-Euro-Fuzzi schon wieder besser. Der ja vom Größenverhältnis her.
Ja, vielleicht 4 Meter hoch wäre. Fällt mir schon besser. Also wenn man da Minifiguren dazu stellt, sieht das kacke aus. Wenn man die Figuren weglässt, dann ist es ein tolles Modell. Und er bekommt für das Geld noch einen dritten Arm. Ich habe jetzt den Prügelarm schon drauf gemacht. Ne, der bewegt sich auch. Kann man zuschlagen. Toll. Mit so einem Gummiband wird er zurückgeholt. Wahrscheinlich so rum. Ist ja im Film. Zeige ich das nochmal? Ja, komm, ich zeige das nochmal. Im Film. Pause. Er verliert ja. Er verliert ja seinen Arm und schickt sich dann per Amazon Prime einen neuen Arm zu. Und da ist er. Da ist er. Da ist der Arm. Muss ich den mal aus dem Bild nehmen, dann seht ihr das. Dann seht ihr das. Dann seht ihr das. Also diesen Prügelarm hat er ja auf der linken Seite und hier ist er auch für die linke Seite konzipiert. Also der ist viel, viel näher an der Filmvorlage. Aber ist halt auch größer, kannst du mehr dran bauen. Ist alles zu hier, ne? Kannst du alles aufklappen. Und darunter sind die Gelenke, also um irgendeine Bewegung darzustellen, klappt man es hoch und dann wieder runter. Er hat auch überall diese blauen Lämpchen verbaut, ne, zwischen den Beinen, da an den Knien, auf der Rückseite unter diesen Klappen, die man natürlich auch runter machen kann. Also hier auf den Handflächen. Da kann ich da mal an dem einzelnen Arm zeigen. Es ist auch ein viel schöneres Blau, dadurch, dass die Nippel hier noch reingehen, wirkt das Blau viel satter als beim Lego. Wenn man das mal vergleicht, der Lego wirkt richtig blass dagegen, obwohl er blau ist. Es ist das gleiche Blau. Je nachdem, wenn man es vor einem weißen Hintergrund guckt. Aber hier sieht das schöner aus. Felder oder Felder? Er fällt. Ah, er hat sich wieder bewegt. In einer Art und Weise, wie er es nicht soll. Ja, hier kann man übrigens die Beine auch nicht wirklich bewegen. Die sind fest, die Knie. Man kann den Fuß geringfügig bewegen, wobei dieses Gelenk ist so stark. Wenn man hier irgendwas anfasst, bricht gleich alles ab. Die Zehen habe ich auch umgebaut. Die sind eigentlich getrennt. Aber Klemmkraft bei Lego ist ja nicht so, da fällt immer wieder ab. Deswegen habe ich das geändert. Jo. Es sind auch überall so Details verbaut. Das ist typisch Mock, ne? Da wird einfach in die volle Kiste gegriffen und alles irgendwie dran gesteckt, was dran geht. Also ich glaube, gefühlt baut man 1000 Teile, die nur eine Noppe haben. Und das Ganze hält auch noch. Diese Gitter muss ich auch noch sagen, da waren zwei fehlerhaft. Die sind beim Draufdrücken kaputt gegangen, aber es sind genug Ersatzteile in dem Set gewesen. Jo, der Freund hier hat oben. Oh, jetzt ist er futsch. Fail. Hier oben hat er auch noch blaue Lichtlein. Hier innen drin sind zwei hellgraue Teile.
Farbfremd ist hier nichts. Es ist alles schwarz, rot und gold. Das sind auch Prints, ne? Ich habe den Aufkleberbogen habe ich hier auch nicht verbaut. Also hier vorne ist ein Print, der Helm ist gedruckt und die Lampe ist gedruckt. So, jetzt mache ich kurz mal Pause und baue das Ding wieder zusammen. Irgendwas passiert ja immer. Hui, da sind wir wieder. Ja, sind etwa 5 Minuten vergangen. Es ist mysteriös, es fehlt schon wieder ein Teil. Ja. Also jedes Mal, wenn hier was runterflatscht, dann verschwindet irgendwas. Bei der Gelegenheit. In der Bauanleitung war schon beim Aufbau ein Schwachpunkt. Das Teil, wo die Beine dran sind, das klemmt nämlich nicht so richtig am Körper und das habe ich dann irgendwann abgemacht, weil er immer wieder runtergeflatscht ist. Und ganz am Schluss, wenn die Beine dran sind, dann habe ich sie da zusammengesteckt. Jetzt kann man bei der Gelegenheit natürlich nochmal die schönen Details zeigen. Also überall diese blauen Lämpchen verbaut. Da hinten. Ist das jetzt? Ah ja, genau. Da fehlt jetzt ein Teil. Ja, es fehlen immer noch mal, wenn jetzt Ersatzteile sind, genug dabei. Einfach üppig zugeklatscht mit Teilen. Das ist mal eines der größeren Teile sozusagen. Hier hinten auch alles voll. Ich finde auch diese Bautechnik toll, weil das ist ja nicht aufrecht gebaut, sondern liegend und sind ja dann Noppen in alle möglichen Himmelsrichtungen. Also ich finde das toll. Diese Verbinder hier an der Hüfte, die sind, das war ja bei dem Alien, war das ja der Schwachpunkt, wo es gar nicht ging. Und hier bei dem Hersteller sind sie total schön eckig. Also die gehen gut rein. Die haben jetzt auch den Sturz, sind die hier auseinandergegangen, aber das Teil hat noch drin gesteckt. Interessant, ne? Also die kommen an die Qualität von Lego ran. Aber wie ihr seht, Klemmkraft ist hier auch. Aber wie gesagt, das war jetzt das Teil, was wieder abgegangen ist. Das ist der einzige wirkliche Schwachpunkt, ne, in der ganzen Konstruktion. Ja, das ist der Gürtel, ne? Das ist. Ja, das ist hinten. Das ist vorne. Also diese Knarre mit den Löchern. Und dann einfach so da alles reingesteckt und rangebaut und rumgebaut. Und ach, das ist. Mein Sohnemann hat irgendwann die Lust verloren mitzumachen. Hat zwar gesagt immer, ja Papa, ich mach noch mit, aber es war so ein Berg Teile und die Säcke waren nicht richtig durchnummeriert. Also da waren dann in den anderen Bauabschnitten waren dann auch noch Teile in den Tüten und da wurde der Berg immer größer und es war alles so kleinteilig. Da hat er irgendwann die Lust verloren. Stoppen wir dich mal zurück. Habe ich das jetzt richtig rum? Das müsste vorne sein. Das seitlich, das vorne. Ja, der war ja so ein bisschen obeinig, ne? Der war ja so ein bisschen. Hat er da gestanden wie mein letzter Chef, der auch Gummibeine hatte. Da
Setzen wir dich wieder drauf. Also ich finde ihn wirklich, der ist hübsch, der ist sauer hübsch. Und er ist im Gegensatz zum, ja, so hält er, ne? So hält er am Finger an der falschen Stelle und dann flatscht das raus. Das ist der Schwachpunkt. Ja. Es ist. Er steht gut. Und er kommt, wie gesagt, mit. Ich zeig's nochmal. Filmvorlage. Vielleicht sieht man's. Ja, da diese Bumshand mit diese Ringe da, die sind hier angedeutet. Ja, der hat auch hier vier Finger, die sind hier auch verbaut. Der Helm passt mit dem ganzen Aufdruck, das passt besser zur Filmvorlage. Dieser Kragen hier ist hier mit, ich zeig's euch, das sind Ferngläser. Also jetzt klatscht gleich wieder, ich mache den Finger drunter. Klatscht gleich wieder was runter, das sind Ferngläser drin. Da drin sind auch die zwei einzigen Teile in einer anderen Farbe, in hellgrau. Für die Innenbeleuchtung. Details ohne Ende. Richtig geil gemacht. Hier an den Knien hat er auch noch diese Lampen. Also steuern für zum Fliegen kann der besser als der hier, ne? Und wie gesagt, ich habe das gleiche bezahlt. 25 Euro, 25 Euro. Ja, müsste Anfang nächsten Jahres rauskommen sein. Was ich anders gebaut habe als in der Anleitung, das sind diese Schrotflinten. Die habe ich hier in diese Dinger mit reingestopft, weil ich finde, das sieht irgendwie schöner aus, als wenn die unten dran vorbeigeklemmt sind. Oder die sind ja nicht mal geklemmt, dann hängen ja nur so da drin. Und dadurch, dass das seitlich fixiert ist, geht auch der Helm ein bisschen besser oder diese Klappe vorne ein bisschen besser zu. Und man fragt sich natürlich auch, wie klettert der Iron Man da rein oder was? Weiß ich nicht, ob der da reinfliegt. Auf jeden Fall hier ist auch noch so eine Klappe. Ja, macht man den Helm zu. Und dann kann man das hier so schön davor drehen. Und dann ist der zu. Und die Gelenke, die bei Lego alle nackig gelassen wurden, die sind zu. Die Schulterstücken sind nicht an den Armen festgemacht, sondern eben an der Schulter, wodurch der Arm sich unabhängig davon bewegen lässt. Das wäre bei diesem Fehldesign natürlich auch sinnvoller gewesen. Vor allem, wenn man dann noch so ein komisches, ich weiß ich nicht, drauf macht mit zwei Shootern. Das hätte man hier befestigen müssen und nicht hier. Also ich kann den Arm modellieren, wie ich ihn will. Ich kann ihn drehen. Das sind ja so gemacht, die Gelenke. Ich kann das untere Teil drehen, wie ich es will, und dann alles wieder runterklappen, damit das schön in der Vitrine steht. Und ich bin total begeistert. Also derjenige, der das designt hat, Respekt. Der hat wahrscheinlich alle Lego-Teile, die es gibt, irgendwie hat der da in der Kiste liegen und dann greift er rein und überlegt sich, wie baue ich das jetzt da dran? Und das darfst du dann ausbaden. Also, wir haben in Ruhe gebaut. Meine Tochter hat noch zwei Tüten verschwinden lassen. Ich war am Kotzen. Nee, da fehlen Teile. Was ist denn das da? Dann habe ich andere Tüten noch aufgemacht. Waren die Teile in einer anderen Farbe? Bis ich da mal gemerkt habe, die hat da zwei Säcke mit Kleinteilen ins Wohnzimmer verstoppelt.
Oh, der Papa packt was auch raus. Oh, holen wir gleich mal zwei mit. Jo. Auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich, ist das der einzige Schwachpunkt hier. Das hält, das fällt schon beim Bauen, wenn kein Gewicht dran ist, fällt das immer wieder ab. Interessanterweise hat ja Lego die gleiche Technik benutzt. Und die geht richtig schwer auseinander. Da ist. Ja, mach mal so, mach, zerstör mal das Scheißding. Da ist allerdings ein großer Stein drauf. Beim Chinesen sind es drei dünne Platten, die aufeinander gesteckt wurden. Das ist halt, den kriegst du nicht mehr auseinander. Also mit Gewalt geht alles, aber nicht mit der Hand. Nicht mit der Hand. Ja, doch, so rum war's. Aber bei Lego ist halt die Klemmkraft allgemein geringer. Wollte ich euch auch noch zeigen, an gewissen Stellen, zum Beispiel hier, ich hoffe man sieht es, ist der sogenannte Weißbruch. Die gehen so straff zusammen, dass der Kunststoff auseinandergedrückt wird, diese synthetischen Moleküle auseinandergezogen werden. Und dann entsteht hier in der Mitte so ein weißer Bruch, also eine Stelle, wo das Teil quasi butterweich wird. Weil die so straff zusammengehen. Es sind auch, waren auch einige von diesen. Von diesen Klammern, ich weiß auch immer nicht, wie die Teile heißen. Corona. Ja, auf jeden Fall. Dafür, dass das alles hier diese kleinen Steine sind, 1x1, 1x2, hält das verdammt gut. Und das eine Teil finde ich nochmal irgendwann. Irgendwo. Irgendwo hier liegt es ja. Es war ja gerade noch da. So. Der Freund nochmal, hier, ich meine, das sind ja, ist ja eine gewisse Anzahl an Noppen, ne? Und da ist kaum Kraft dahinter. So, also wenn ich jetzt hier, da geht's, das ist Lego, der Deckel, der fällt immer wieder ab, das nervt. Und diese zwei Knubbel, da ist Gehkraft. Da kommst du nur mit dem, ja, genau das meine ich. Kommst du nur mit dem Finger dran und da fällt auseinander. Und dann ist der. Ich bin total anti-Lego geworden die letzten 2 Jahre. Vorher habe ich immer gedacht, oh geil, aber es ist sauteuer, also da musst du ja richtig sparen. Irgendwann kaufe ich mir mal was Schönes. Und inzwischen muss ich sagen, nee. Und wenn ich es dann in die Hand hole und das ist so lapprig da alles. Das ist, bei denen ist das straff. Das ist alles, das kriegst du nicht bewegt. Das ist so fest. Das ist so fest, dass die Teile beim Zusammenstecken diesen Weißbruch kriegen. Das ist halt ein gewisser Unterschied einfach. Jo, das rastet auch, das ruht auch so ein bisschen aufeinander hier. Dass der nicht das Übergewicht kriegt nach vorne, wobei er kriegt eher nach hinten. Aber ohne Beine, das kann man ja schön zeigen. Ne? Kann man schön zeigen, die ganzen Details. Die ganzen Details. Es ist der reine Wahnsinn, was da alles verbaut wurde. Und so innen
Eigentlich nichts Aufregendes. Hier seht ihr den Gummizug. Und dann kannst du das so bewegen. Total tolles Play-Feature, Spiel-Feature, whatsoever. Ja, und du kannst den Arm natürlich auch versuchen abzureißen. Also die haben sich... Oh! Ja, da geht er auch ab. Aber da ist auch schon Weißbruch. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Da ist es. Ja, doch, sieht man. Da ist auch ein Weißbruch. Also der steckt einmal richtig schwer drauf und dann geht er ganz leicht. Ist eigentlich auch fast schon ein Qualitätsmangel, ne? Materialermüdung. Jo. Also seitwärts sind die stabiler als die von Lego, die ich, wie gesagt, die 10 habe ich umgebaut, weil das immer wieder abgefallen ist. Das nervt dann einfach. Ich weiß auch nicht, was die Löcher da unten zu suchen haben oder da hinten sind Löcher, die nicht verkleidet sind. Das da macht immer, was es will. Da hat man wenigstens ein bisschen noch versucht, Details anzubauen. Also ich fand den toll. Bis ich den zusammengebaut hatte. Jetzt finde ich den nicht mehr so toll. So. Bin ein bisschen heiser. Vom vielen Schreien. Weißt du, wenn man Kinder hat, man muss lauter sein als die Kinder, glaube ich. So, das ist jetzt. Jetzt hat er den anderen Arm dran. Der Karl mag ihn so lieber. Und dann hat er gesagt, oh, der Papa hat jetzt den anderen Arm dran gebaut, da kann er dem Hulk mal richtig schön die Fresse polieren. Also, die Wortwahl, die hat er ja nicht von mir. Nö. Sowas würde ich ja nie meinem Kind beibringen. Gut, haben wir irgendwas vergessen? Sind schon 40 Minuten rum. Guckt überhaupt noch jemand zu? Also die 30 Leute, die meine Videos gucken, ich glaube, da tut sich einer oder vielleicht zwei werden sich das bis zum Ende angucken. So, die Pros und Cons haben wir, bla bla haben wir gemacht. Das wäre noch der Stickerbogen. Normalerweise bei Lego sind das die 300 Euro Sets, wo dann so viele Sticker dabei sind. Die mache ich natürlich nicht drauf. Die gibt es aber auch in zwei Varianten. Die Sticker gibt es auch noch auf transparentem Grund. In einer früheren Version von dem Freund. Die Fälscherwerkstätten in China, die kopieren sich ja inzwischen sogar schon gegenseitig. Und hier sehen wir auch noch die originale Seriennummer. Inzwischen macht ja, wie heißt der Typ? Hui Ki Bao schreibt seinen Namen drauf, dass sie den vermarkten. Aber LY ist irgendwas anderes. SY kennt man noch, das wäre eine Subfirma von Slupan gewesen. So. Jo. Der Lego 76164 24, inklusive Versand. Also rund 25 Euro. Ohne Minifiguren. Auf jeden Fall weniger als 450 Teile, weil da war ja noch dieses Flugviech dabei. Ich weiß nicht, wer diese Aim-Fuzzis sind. Ich bin da auch nicht so sehr in der Materie. Aber ich mag halt Superhelden, die keine Superkräfte haben. Deswegen mag ich den Iron Man und ich mag den Batman.
Wobei ich auch nicht weiß, warum der 80er, 90er Jahre Batman in den Filmen Raketenwerfer hat, wenn er im Comic eigentlich nie eine Waffe abfeuern will. Jo. Jo, das Fehldesign hier ist es halt am Arm festgemacht, ne? Anstatt am Körper. Und ich weiß nicht, ich habe nichts gefunden, comic-mäßig, filmemäßig, wo sowas Breites verbaut ist. Das vom Design her findet man, aber nicht so breit. Wobei das vielleicht auch am Maßstab liegt, dass man das nicht anders modellieren kann. Hier ist auch noch eine andere Farbe reingeschmuggelt. Fällt mir gerade wieder auf, wie ich es angucke. Ne, die Bastarde von Lego, könnt mich ruhig verklagen, die gucken das eh nicht, ich bin so unbedeutend. Aber die Bastarde von Lego, ne, wenn sie kerosane Steine verbauen, dann verbauen sie hier irgendwelche. Die Farbe, die kenne ich doch von den Panzern. Haben sie da noch eine andere Farbe reingeschmuggelt? Abgesehen davon, dass das Rot schon die falsche Farbe eigentlich ist, da sieht man es noch besser. Es ist die falsche Farbe. Und da innen drin sind dann auch noch hellgraue Klötze. Kann man ja nichts sagen, weil der auch zwei hellgraue Teile innen drin hat. Ah jo, genau. Was ich noch sagen wollte wegen Farbe, habe ich mir noch Fotos gemacht. Hat ja fast eine Stunde gedauert, mal die Fotos alle von meinem Handy auf dem Rechner zu machen. Komm, leg dich mal hin, Schnuck. Leg dich mal da hin. Escape. Farbe. Farbtreuheit. Ein Teil hatte die falsche Farbe. Sollten die gleichen sein, ist irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht, ob was da sitzt. Da ist es. Da ist es. Das eine Teil ist falsch gefärbt. Es ist dunkler als der ganze Rest. Das ist dann irgendwie weniger Gold drin gewesen. Von diesem Gelbton, Goldton. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, sieht er richtig dunkel aus. Seht ihr, ne? So sieht es heller aus. Aber wenn das Licht nicht direkt drauf fällt, oder auch im Vergleich zu dem Stein hier, ist es deutlich dunkler. Aber man sieht nicht viel davon. Ist nicht schlimm. Vor allem für den Preis ist es nicht schlimm. Wenn Lego ein Set macht, wo eine Farbe fünf verschiedene Farben hat und für das Geld, was Lego dafür will, dann ist das schlimm. Für das Geld ist es nicht schlimm. Das ist halt immer der Unterschied. Ihr seht ja auch schön groß die Angussteile. Da war ein Teil dabei, wo der Karl dann gesagt hat, das ist spitz, das kriege ich nicht runtergedrückt, das tut am Finger weh. Und da habe ich dann das Küchenmesser geholt, scharfe, und war ein Teil. Und wie gesagt, ich mache jetzt wieder den Finger darunter, nicht, dass der nochmal abschmiert. Von diesen fröhlichen Gittern waren zwei dabei, die sich beim Aufdrücken deformiert haben. Nobel gesagt. Ja, was mich auch noch gefreut hat. Oh, komm, mach doch das zu. Ich hasse Windows seit jeher. Corona. Die Nippels. Hier mit dem Kreuz und da rund in Schwarz habe ich mich gefreut. Der Marktführer kriegt das ja nicht auf die Reihe, die noch in Schwarz zu produzieren. Und da freue ich mich natürlich über sowas. Bin auch gerade, genau, hier war es ja sogar. Hier ist es ja sogar. Warum ist da ein blauer Pin drin? Und da innen drin ist auch noch einer versteckt, der da durchguckt. Ja, immer diese Kindergeburtstagsfarbmischungen. Hellgrau, dunkelgrau, hellgrau, dunkelgrau, hellgrau, dunkelgrau. Und dann noch der falsche Rotton. Immerhin, da haben sie ein Sechseck gekriegt.
Aufkleberchen drauf gemacht. Und auch wieder so ein scheiß Shooter, mit dem man so eine 1x1 runde Blades, die oben keinen Nubbel haben, durch die Gegend schießen kann, damit sie im Staubsauger enden. Ich find's nervig. Und vor allem, Papa, kannst du mal helfen suchen? Ich finde das Teil nicht mehr. Naja, dann hör auf, das rumzuschießen. Wir haben das übrigens optimiert. Das war ja im Original, war ja der nicht da dazwischen und der war auch nicht dazwischen. Also der war von der Bewegungsfreiheit her, hätte er dem eher den Kopf weggeballert. Aber bei der Schussreichweite müsste man eh nach oben zielen, um weiterzukommen. Nur so vom Prinzip her war der mir so sinnvoller. Karl wollte unbedingt, dass ich den zeige, wenn ich ein Video mache. Immerhin, der hat wenigstens Steuerdüsen da unten. Aber die sehen auch wieder so blass aus. So sehen sie schön aus. Das gleiche Phänomen wie bei dem hier. Sobald das da Nibbel dran sind, sieht das Blau besser aus. Jo, 10 Euro. Halbe Preis. Der halbe, für den doppelten Preis kriegst du das. Und dann kommt noch der Versand drauf, klar. Für den doppelten Preis kriegst du 15 mal so viele Teile, sagen wir es mal so. Oh ja. Jo, das war's ja eigentlich auch schon. Ich glaube, ich habe alles angesprochen, was mir so durch den Kopf gegangen ist beim Bauen. Ich meine, ich verstehe es halt auch hier nicht. Die Konkurrenz macht ja die Teile in Schwarz, ne? Bei dem sind die ja in Schwarz. Die sind es in Grau. Und hier der Arsch wiederum ist schwarz. Die Konkurrenz macht da wenigstens noch einen Stein drunter, dass das irgendwie rund wird. Und hier ist es halt schwarz auf grau, immerhin ist ein schwarzer Pin drin. Da ist es grau, da ist es hellgrau, da haben sie die falsche Farbe noch reingemogelt. Ich glaube, sie haben so eine Challenge am Laufen. Für jede falsche Farbe 10 Euro in die Kaffeekasse oder so. Ich weiß es nicht. Da ist auch die falsche Farbe versteckt, die gar nichts mit dem Modell zu tun hat. Ist mir schleierhaft. Und dann halt der flache Kopf. Wie gesagt, ich finde das so. So finde ich den cool. Ja. Ohne diesen Quatsch. Ohne diesen Quatsch finde ich den cool. Und den kann man einfach so. Kann man alles hier wieder runterklappen, ne, die Arme modellieren, den vielleicht noch so drehen, dass es so aussieht, als würde er laufen. Ein bisschen geht das. Und dann kann man die zwei so stehen lassen. Die Figuren lassen wir weg. Und dann sehen die cool aus. Natürlich der andere Arm muss dran. Er muss per Amazon Prime muss der mit der Drohne abgeworfen werden. Dann sind wir super. Jo. Gibt es noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Oh ja, alles im Hintergrund. Machen wir das mal. Machen wir das mal. Ja, ne? Seht ihr gar nicht. Egal. Ich hoffe, das Video hat sich mit meiner ganzen Vorbereitung für euch gelohnt. Ihr habt Spaß gehabt. Ich bin ja jetzt nicht gerade der unterhaltsamste Typ. Das gebe ich zu. Zumindest nicht vor der Kamera. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über jeden Aufruf. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, ne?
sind ja nicht allzu viele bei mir. 99% der Aufrufe auf meinem Kanal sind von Nicht-Abonnenten. Von meinen rund 600 Abonnenten gucken vielleicht 10 meine Videos. Danke für die Treue. Und ja, vielleicht sieht man sich ja noch mal. Ich meine,